Also, hallo. Heute reden wir über Asemil, Hieroglyphen und ägyptisch Hieroglyphen. Und leider ist das Buch nur auf Französisch kaufbar. Und das heißt Asemil l'Ägyptien Hieroglyphik. Also, wo ist es? Die ISBN, falls Sie Interesse daran haben. Ich werde sofort mit diesen Zahlen anfangen. Also hier haben wir die ISBN, falls Sie Interesse daran haben. Also, und dafür gibt es auch CDs, also falls man naja, Ägyptisch lernen will, falls Sie ler Entschuldigung, falls Sie Ägyptisch lernen wollen und auch zuhören wollen, was eigentlich eine gute Idee ist das durchaus möglich. Also, das Buch fängt sich an mit einer Introduktion, mit einer Einführung und verschiedene Informationen über Ägyptisch. Das ist eine antike Sprache, eine alte Sprache. Und falls Sie auch Interesse daran haben, haben Sie auch ähnliche Bücher für Lateinisch, Griechisch, Sanskrit und naja, Ägyptisch. Leider ist Lateinisch, meines Wissens, ist Lateinisch die einzige darunter, das ins Deutsche übersetzt würde. Aber naja, wenn Sie Interesse auf alte Sprachen haben und genug in Französisch verstehen können, dann sind die anderen Sprachen, naja, lernbar durch Assemil. Also, falls Sie es nicht wissen, sind die Hieroglyphen die Schrift der Ägypten. Vor vielen, vielen Jahren, Jahrtausenden. Also, hier ist Asemil so nett, uns die verschiedenen, wie heißt das, die verschiedenen Schriften des Ägyptischen zu zeigen. Also, hier haben wir Hieroglyphen und danach Hieratisch und Demotisch und Koptisch. Also, es handelt sich um verschiedene Stufen der Sprache. Also, es ist nicht alle die gleiche Sprache, aber es ist die gleiche Sprache. Es wäre wie mit Altdeutsch, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch und no Neuhochdeutsch mit verschiedenen, naja, Schriften, ja. So ist das ähnlich. Also, eigentlich hat man die Hieroglyphen nicht immer benutzt. Die waren für sonderbare Fälle. Man benutzt zum Schnellschreiben Hieratisch und Demotisch und später ist Koptisch wegen den Christen, der Christen, ja, der Christen. Also, ja, und das ist aus dem Griechischen. Und ja, man kann eigentlich andere Bücher besonders für Koptisch finden und dadurch koptisch-ägyptisch lernen. Und die Sprache ist eine spätere Entwicklung des Ägyptischen hier, aber naja, durchaus lernbar. Und da haben wir die erste Lektion. Die ersten 7 Lektionen sind etwas anders in diesem Buche. Also, das Buch ist eigentlich aus seinen 101 Lektionen. 101 eine Lektion. Also, die erste Lektion gibt mehr Informationen und ein Wort. Es beschreibt also, hier ist ein Arm, es ist ein Ideogramm und eine Eigenschaft. Das sind die Num Ich glaube, die sind die Listennummer hier. Denn die Hieroglyphen gibt es 6000, also die sind in einer Liste eingeführt. Und hier ist deine Aussprache. Ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber das ist sowas wie A und die schreiben A so und auch das ist sowas wie A und die schreiben das auch, ein wenig komisch. Ich bin nicht ganz sicher, warum sie das so tun, denn sie tun das auch mit den anderen. Das ist für Ägyptisch im Allgemeinen, nicht nur in diesem Buch. Denn eigentlich, wenn ich mich nicht irre, sind die Hieroglyphen und so weiter, waren sie mehr wie Arabisch und Hebräisch, indem sie nicht die Selbstlaute geschrieben haben. Also man musste das später einfügen.
Und ja, die helfen damit in diesem Buch. Also nach den ersten 7 Lektionen kommt, ja, so gewöhnlich für ASML, eine Lektion mit Übersetzungen. Also hier haben wir Französion, La Mission und dann Ägyptisch, Père. La Mission est belle, La Mission est grande, also das Haus ist schön, das Haus ist groß, oder das große Haus, das schöne Haus. Wird das übersetzt, oh ja, also auf Ägyptisch, und man bekommt die, mit dem Alphabet kommt das man übersetzt, also man stellt eine E darunter, also Nefer, Per. Und das würde Belle Maison, also schönes Haus heißen. Und dann, typisch für ASML, haben sie die Cartoons. Und haben sie natürlich die Lektionen. Nefer Etru. Ja, Eteru. So. Und etwas sehr schön für ASML. Haben Sie die Exercise der Écriture, also die Schreibübungen, die Schreibübungen. Also, sie sind weniger detailliert wie die eigentlichen Hieroglyphen, aber es soll damit helfen, dass man erinnert, man sich erinnert, wie man das alles schreibt und ein allgemeines Gefühl, ein all Entschuldigung, ein allgemeines Gefühl dafür bekommt. Und naja, so geht es weiter. Weitere Lektionen haben alte Geschichten aus dem Ägyptischen. Das ist nicht alles selbst erfunden von ASML. Also ist es ziemlich interessant und die tun sehr viel Information darüber ausgeben. Ja, es gibt sehr vieles darin. Aber was sehr schön ist, ist, die haben auch eine Grammatik hier. Und die tun, ja, hier bedeutet zum Beispiel dritte Person, Verbwort. Man bekommt die Formen des Verbes, des Zeitworts. Und wo ist es? Man bekommt auch die koptische Sprache, das koptische Alphabet. Ja, sehr schön. Und wollte ich auch. Dann bekommt man die Lektüre-Hieroglyphik, die Hieroglyphenschrift. Hieroglyphenschrift. Also, man bekommt eine sehr lange Liste davon, wie man sie liest und so weiter und so weiter. Das Bild und naja, und sie sind so nett, die sagen, ob das ein Determinativ ist oder ob das phonetisch ist. Also, wenn sie nicht wissen, falls sie es nicht wissen, die Hieroglyphen sind, ich glaube, sie haben drei Formen, nicht drei Formen, sondern die haben drei Gebrauchsweisen, ja. Zum Beispiel hier phonetisch, was bedeutet, dass die keine Bedeutung in diesem Zusammenhang haben oder dass sie können, aber es ist nicht unbedingt. Es ist mehr, sie sind dafür benutzt, weil sie eine Aussprache haben, eine gewisse Aussprache, ja. Und dann haben sie die das ist die phonetisch. Und dann haben sie phonetisch verlier. Vergesse, was das heißt, aber dann haben sie Determinativ. Wenn ich mich nicht irre, ist die Determinativ nicht ausgesprochen, sondern das ist die Bedeutung des Wortes. Also, und da haben sie nicht einen Wortschatz, eine Glossarie. Also, Ägyptisch, Französisch. Und wie Sie hier sehen können. Also, das ist Ägyptisch, Assimil, Ägyptisch.